Servus, grüßt euch und hi zur neuen Ausgabe vom Oktoberfestmanager. Ja, aber bevor ich jetzt hier wieder voll in Bayerisch loslege, nur ganz kurz die Info. Erstens finde ich super, dass das Projekt bei euch so gut ankam. Das hat mich ganz tierisch gefreut. Und ich habe euch ja gefragt, wie viele Folgen wollt ihr eigentlich davon sehen? Und ich habe eigentlich geplant, naja, 2, 3, maximal 4 Folgen. Und dann kommt so, oh, 20, 25, 100, ganz viele, jede Menge und so weiter. Also ganz viele Antworten in die Richtung. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe das Nachfolgeprojekt für dieses, für den Oktoberfestmanager schon geplant. Das sind auch die ersten 6 Folgen schon aufgenommen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, heute kommt die Folge noch ganz normal auf dem 14 Uhr Termin. Und dann bringe ich einfach ab und zu mal eine Folge auf meinem 16-Uhr-Termin. Denn der 16-Uhr-Termin ist auf meinem Kanal so ein Random-Videotermin. Sprich, da kommt halt einfach mal, was ich gerade so habe. Ein TTT-Minigame oder Minecraft-Minigame oder halt eben mal ein Video vom Oktoberfest-Manager. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das heißt, es kommt jetzt nicht jeden zweiten Tag 14 Uhr, sondern übermorgen kommt dann das neue Projekt. Und das hier kommt dann einfach immer wieder mal. Vielleicht jetzt mal die nächsten Wochen wirklich alle 2 Tage 16 Uhr, vielleicht aber auch was anderes dazwischen. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Und jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Das Spiel speichert nicht. Beziehungsweise speichert schon, aber es speichert immer, wenn eine Wiesenwoche vorbei ist. Das heißt, ich darf jetzt nochmal neu anfangen. Aber keine Sorge, wir machen das jetzt ganz schnell. Die Einstellungen machen wir ganz flott, damit es nicht langweilig wird. Und dann sollten wir ja eigentlich binnen weniger Minuten sofort da sein, wo wir aufgehört haben. Nur ich strukturiere es ein bisschen besser. Deswegen neues Spiel. Wir geben hier wieder Sepp ein. Und ab jetzt wird wieder Bayerisch geredet. Genau, weil ich habe ja gesagt, dass ich Bayerin bin. Und hier in Niederbayern schmatzt man Bayerisch. Und deswegen schmatze ich auch Bayerisch. Also, wir brauchen einen Zettel. Wissen wir ja schon. Aber die Imbissbude habe ich gesagt. Wollt ihr die Imbissbude haben? Habe ich wirklich mit der Imbissbude angefangen? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Imbissbuden, glaube ich, haben wir gesagt. Fangen wir an. Genau. Da haben wir wieder die Standardausrüstung, klar. Dann brauchen wir natürlich einen Zeltplatz. Haben wir davor auch schon gehabt. Nehmen wir am besten wieder den wir letztens auch schon gehabt haben. Den da. Ja, nehmen wir sofort, weil falschen haben wir letztens auch nicht können. Dann brauchen wir natürlich eine kleine Low-Budget-Toiletten. Eine sollte eigentlich gelangen. Hoffe ich, wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. So, also Bier haben wir gesagt gehabt, Schmarrn. Möchte ich eigentlich schon das Bessere haben. Da nehmen wir das mal aber, glaube ich, einmal mehr, weil das ist uns zwängen worden. Nehmen wir mal so viel. Wie viel nehmen wir denn? Nehmen wir mal 3000? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Dann brauchen wir natürlich Händel. Da nehmen wir jetzt mal das Billige. Da haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel gebraucht. Wie viel wollt man da aus? 500, gell? Ja. Machen wir auch dreimal. Dann brauchen wir Bedienung. Und bei der Bedienung muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da die fast gern auch besser nicht nehmen. Weil die waren fast schon ganz schön schlecht. Also die waren fast wirklich schlecht. Das wird uns jetzt zum Verhängnis werden. Das weiß ich jetzt schon. Wir brauchen natürlich Thekenpersonal. Da gelangen uns 2 von den billigen, schätze ich mal. Security, da glaube ich, gelangen uns auch einer. Da darf ich aber auch gerne nehmen. Naja, da muss man fast den billigen nehmen, das hilft nicht. Weil sonst gelangen uns Geld nicht, das war scheiße. Also das, Techniker muss ich ganz ehrlich sagen. Da darf ich auch gerne den nehmen. Jetzt gelangen uns schon nicht mehr. Da müssen wir die billige, das billige Putzwei nehmen. Glauben uns auch nicht. Doch, glauben uns, freilich glauben uns. Nein, da müssen wir beim Putzwei. Putzwei da die auch gern. Das da die gerne nehmen. Jetzt werden wir wahrscheinlich dann voll pleite gehen. Das weiß ich jetzt schon, wir werden so pleite gehen. Wir haben jetzt schon ein Minus, das ist super. Dann nehmen wir jetzt noch schnell irgendeinen Talkmeister. Und Glatschkuss sollen kommen. Und Sarah Honor soll kommen. Und dann können wir auch schon starten. Was? Was? Haben wir noch nicht alle? Wir haben doch schon alle eingekauft, oder? Aber wir haben doch schon alles. Weil wir zu viel ausgeben haben, oder was? Ja, ist jetzt schlecht. Machen wir mal so. Jetzt sind wir wieder im Plus. Jetzt passt's. So, jetzt passt's. Jetzt haben wir wieder im Bumperl. Hol, viel Bump gemacht. Am ersten Tag brauchen wir natürlich erst einmal irgendein Highlight. Dann machen wir die rein und dann machen wir die da rein.
Oder nein, den machen wir mal da rein. So, jetzt brauchen wir bei der Musikbörse brauchen wir noch irgendwas. Trolling Bierbau heißt, die waren eigentlich ziemlich super. Aber, ja doch, Trolling Bierbau. Ja, wir können keine Bier haben, wir haben kein Geld. Helft nicht, dann gibt es jetzt am ersten Tag einfach noch nichts. Helft nicht, alles klar. So, das haben wir alles ja schon gemacht gehabt. Ja. Das heißt, das wird jetzt nochmal alles nochmal kurz erwähnt, aber das wissen wir ja schon alles. Deswegen klicke ich jetzt nochmal schnell alle an. Damit wir die auch alle einmal ausgewählt gehabt haben, die ganzen Informationen und so weiter. Und die erste sitzt schon auf dem Tisch. Das ist super, die erste ist schon da. Gut, dann kann es ja jetzt eigentlich losgehen. So, die gehen sofort und holen ein Bier, das ist schon mal super. Du darfst da schon mal ein Händel holen. Und, geht die Bedienung schon hier? Ja, sie gehen schon hier, super. Also sie sind, das glaube ich war schon mal ganz gut, dass wir jetzt schon mal hergegangen sind und haben ein bisschen Leute nicht geholt, die ein bisschen besser arbeiten können, weil die anderen Weiber, also tut mir leid, die waren ja überhaupt nichts. Die haben mir laut einen Scheiß gebaut. Die haben stundenlang umeinander gestanden. Du kannst aber auch ein bisschen gleich wieder da zurückgehen und kannst gleich wieder das nächste Bier holen, weil wenn du da jetzt lang am Tisch stehen bleibst und mit denen umeinander ratscht, dann brauchst du nicht wundern, wenn es nächstes Mal wieder nicht hinhaut. Und wir schauen den Techniker aus. Wo ist denn der Techniker? Der Techniker ist sogar auch diesmal selber hingegangen. Super. So, jetzt schauen wir mal. Du gehst ein bisschen da hin. Und du, Kim, es ist super, wenn ihr, es ist super, wenn ihr am Tisch... die Klatschkuss kommen. Also, vermutlich denke ich mal, dass das Klatschkuss sein soll. Was machen die jetzt? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Da, schnell, da hin. Da, geh hin, wo ich jetzt da. Wir brauchen eine Bedienung mit Händel. Hat die da gerade eine Duttnummer noch gespielt? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich habe vorhin eine Duttnummer noch gespielt. So, schnell bedienen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu laut ist, weil ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt lauter reden muss, damit das mit Sound überhaupt hinhaut. Nicht, dass dann einfach mal zu leise ist oder ich zu leise bin. Das war ja schrecklich, stellt sich das mal vor. Aber wir haben schon mal ein bisschen Geld verdient. Das ist schon gut. So, du holst bitte das nächste Händel. Hey, wie schaut's denn aus, Leute? Sauft ihr mal ein wenig an mir? Irgendwie dringend. Ihr nichts dringen, habt ihr keinen Bock zum Dringen oder was ist los? Hier noch Frage hin, noch Frage ist total schlecht. Stimmung, naja, die ist jetzt auf Mittelmaß, ne? Hallo! Also, so, schnell. Das finde ich immer ganz lustig, wenn ich dann irgendwie nichts zum Dringen will. So, du holst ja gleich das nächste Bier. Bitte. Weil die wollen bedient werden, gell? So, also gleich dahinter. Du holst ein Bier. Super, heute hat sie sogar selber das Bier geholt. Einwandfrei. Meine Bedienungen, also allmählich, werden schon besser. Nein, die sind nicht schlecht, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Und wir verdienen eigentlich recht schön, muss ich mal sagen. Aber was ich nicht verstehe, die Klatschkos, habe ich jetzt eigentlich vermutet, dass die Klitschkos meinen. Also die Brüder, weißt du, Ochsenhosen einhauen und so weiter. Aber irgendwie weiß ich es nicht recht. Erstens ist es nur einer und eben die Kos ist überhaupt nicht mehr zahlt. Hallo, bedienen bitte. Und zweitens, Klitschkos werden gewiss nicht singen. Es dauert mich schon ein paar Monate, wenn die singen werden. Aber wie weit sind wir mit Bediener? Und da ist ja das nächste. Händel mag auch irgendwie keiner. So, das nächste und das bringst du gleich da hin. Du musst dich aber alles schon verputzweih putzen. Putzweih putzen. Bedienung, Bier holen. Wo ist denn die andere Bedienung hin? Achso, die steht alle noch beim Händel. Hallo, bedien doch die jetzt einmal. Manchmal ringt es mir vielleicht schon ein wenig, wenn sie nicht bedienen wollen. Kannst du vielleicht da wieder dahinter stellen oder so? Ja, irgendwie, Händel ist nicht recht, hä? Hunger haben sie nicht. Hallo, schau, dass du es riechst. Hi, mei. Du musst den aber teilweise alles einzeln schaffen. Ich bin einmal gespannt, ob das dann im nächsten Festauftakt dann, wenn wir besser die Bedienungen kaufen und so weiter, ob das dann alles ein wenig besser abläuft. Bin echt gespannt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle möchte ich schauen, dass ich in der Folge die komplette Wiesn da einmal durchziehe. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Hey, jetzt Stimmung, schaut euch das an. Die Stimmung ist richtig gut geworden. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen da Putz, weil der Tisch hat schon wieder ziemlich dreckig ausgeschaut. Was ist das Wort, das ist da? Hey, schau, Händelweih, du stehst schon die ganze Zeit da mit dem wahrscheinlich eh schon scheiß Arsch kalt geworden. Oh, das Klo richten, bitteschön. Mit dem kalt geworden Händel. Und dann muss ich es nicht einmal servieren. Also, es geht gar nicht. So. Holst du das nächste Händel? Ja, brav. Ja. Ja, dann bringst du doch bitteschön da auch hin. Oh. Die wollen kein Bier. Ja, der wollte kein Bier. Oh, der speibt da erst einmal. Das gibt's ja gar nicht. Hi! Es ist schön, dass du jetzt vom Klo zurückgekommen bist, aber du solltest dann bitteschön auch da dazwischen drin auch einmal was tun. Wo ist die andere Bedienung? Die ist da hinten. So, einmal Bier.
Zweites Mal Bier, drittes Mal Bier. Fetzt ja voll! Hähnchengrill ist ausgefallen. Es ist super, dass Hähnchengrill ausgefallen ist. Aber die Stimmung ist super. Also das muss ich schon sagen. Ich bin fast ein bisschen stolz auf meine Vibes-Battle, weil die Stimmung scheint wirklich echt gut zu sein. Putzwei, putzen. So, du bringst da ein Händel hin, du bringst da das Bier hin. Das zweite Putzwei darf da putzen. Du darfst das nächste Händel holen. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Das ist wirklich einwandfrei. So, du darfst da putzen. Jetzt, aber die Schankanlagen, tut mir leid. Also das ist vielleicht schon ganz schön geschert, dass die so dermaßen oft ausfällt. Bedienung. Oh, und da speibt schon wieder eine. Könnt ihr nicht einfach aufs Klo gehen? Muss denn das sein, dass sie da immer alles voll speibt? Da, bring halt das Händel hin. Gibt's doch nicht. Wo ist die andere Bedienung? Ja, die klangen sich die ganze Zeit an die Tutten umeinander. Was wollen die an die Tutten? Da bringst du Händel hin und schau, dass du nicht so umeinander schaust, meine Herren. Am Anfang war ich ja so dermaßen begeistert von denen, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass so gut sind meine Bedienungen ja irgendwie doch nicht. Nein, warte, nicht, nur kein Bier. Ah, du hättest Händel holen sollen. Ja, und du bringst das Bier da hin. So, weil dann kannst du jetzt ein Händel holen. Und du kannst auch ein Händel holen. Du bringst das Händel da hin, weil die warten schon länger. Du bringst das Bier da hin. Oh mein Leid, das wird lustig. Der wartet schon länger aufs Handy, glaube ich. Du holst ein Bier. Du willst ein Bier holen. Gibt's nicht. Du holst Händel. Bier. Oh Gott, das also ist ja schon fast ein bisschen stressig. Wie schaut's mit meinen Putzweiber aus? Wo sind die? Da ist ein Putzwei. Security, du darfst auch einmal arbeiten, weil da ist jemand stinkig. So, danke schön. Leidl, sie kann ich nicht alles einzeln schaffen. Schaut doch einmal, dass was dort. Wie soll ich denn das alles allein schaffen? Also jetzt wird's stressig. Du hast ein Bier, du bringst da Händel hier. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich schon länger wartet. Und die Stimmung ist halt jetzt gerade echt scheiße. Aber gut, hilft nicht. Der Techniker arbeitet. Da kannst du aufwischen. Da wartet ein Bier. Wo sind meine anderen Bedienungen hingekommen? Da ist eine Bedienung. Oh Gott. Die Stimmung wird mir gerade schlecht. Oh, Statistiken. Anzahl Besucher, 1150 Bierverkauf, 1150 Liter. Das war vielleicht gar nicht so viel. Händelverkauf, 500. Und Umsatz haben wir 10.000 gemacht. Ist gut. Ranglisten gibt es auch. Außer ist der Sepp. Der Sepp ist auf Platz 30. Oh ja, ich mein. Sehr schön. Ja, da darf man das natürlich gern da speichern. Name des Spielstands. Wiesen. Die erste. So, ist klar. Eigentlich falsch, wenn nicht die, sondern die. Ist wurscht. So, ist jetzt das der erste Tag gewesen? Oder was war das jetzt? Ja, wahrscheinlich. Oder? Ist das jetzt eine neue Wiesen? Auf alle Fälle, Kinder. Ich glaube, das war der erste Tag. Ja, dann können wir ja jetzt so quasi eine neue Band dazu buchen, oder? Wir können uns ja jetzt einiges leisten. Also Rolling Bierbauchers fand ich ziemlich gut. Achso, ich hätte eigentlich schon gerne was anderes geschickt. Achso, das ist jetzt ein neuer Tag. Verstehe. Okay, ein neuer Tag von die, keine Ahnung, wie viel 14 Tage Wiesen. Alles klar. Verstehe. Sehr schön. Dann bin ich einmal gespannt. Ich bin aber fast am Spekulieren, ob wir nicht da reingehen. Ja, Büro an sich kennen wir ja bereits. Personal kennen wir auch bereits. Ich würde fast gerne noch eine Bedienung dazu holen. Zwei am besten. Am Hintereingang schauen wir mal, ob der irgendwas für uns hat. Also es gab da schon was du erkennst für uns. Bestechungssabotage. Etwas Besonderes. Ja, was besonders mögen wir, muss man denkt haben, keine Ahnung, Schutzgeld bis mal einen Totschlag. Nein, brauchen wir alles nicht. Also das möchte ich nicht unbedingt. Mal weiß nicht recht. Wie schaut es ansonsten aus? Was kann man machen? Zeitmanagement, was war denn das gleich nochmal? Ach, da kann man Preise verändern. Nein, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Marketing wäre vielleicht noch nicht schlecht. Wenn wir vielleicht noch ein paar Flyer auszuhauen. Und ansonsten, ja, es weiß momentan. Was anderes können wir nicht recht machen. Da draußen können wir uns halt alles anschauen, aber es interessiert jetzt auch nicht so. Also. Aber auf Platz 30 mit Imbissbuden, das war für ehrlich gesagt gar nicht einmal so schlecht. Muss ich jetzt einmal so sagen. Ich bin am Spekulieren, sollen wir vielleicht noch ein Putzwei dazu hören? Ich glaube schon fast. Ja, ich weiß, Putzwei ist ziemlich geschert, gell. Ja, können wir gar nicht. Sonst wird das mit dem Geld ein wenig geschert. Nein, warten wir noch einmal.
schauen wir mal, was passiert. Auf alle Fälle, du wirst die ganze Zeit mit einem Walkie-Talkie oder Handy, wo sie umeinander telefonieren, Wahnsinn. Ja, jetzt weiß ich schon, wenn es einmal angeht. Ja gut, jetzt wird es erst 12 Uhr, wenn man da aufschaut, jetzt wird es erst 12 Uhr. Ich meine, wer geht um 12 Uhr auf die Wiesn? Wobei, ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn du auf der Wiesn unterwegs bist und gehst du mal 10 Uhr hin, oder, ja, doch, ich glaube schon mal 10 Uhr, die torkeln da schon besoffen umeinander. Die haben noch gar nicht ausgenüchtert vom Vortag, ich glaube, die haben noch nicht einmal heimgegangen und torkeln schon total besoffen umeinander. Wahnsinn. Ja, passiert jetzt einmal irgendwas? Ich hätte halt schon ganz gerne eine Leiterin. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich da nichts verkaufe, weil keiner kommt. Hallo? Ja, irgendwie kommt keiner. Ah, jetzt kommt einer. Der erste kommt. Oh, ein Glatzkopfer da. Naja, nicht ganz. Aber halber Glatzkopfer, das ist schon ein wenig. Aber das Bischerl da von der schaut schon irgendwie ganz witzig aus. Und ein Weibsbeutel kommt auch. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Es war ganz gut. Wenn sie da schon mal ein paar Wengel was nehmen würden, dann kannst du das schon mal holen. Jetzt bring halt das Bier dann bitte noch hin. Es bringt alles nichts, wenn es dann das Bier nicht holt. Die ist jetzt dann schon kaputt. Ich glaube, ich spinne. Es geht ja gar nicht. Nein, also bitte. Gut, also das erste Bier ist schon mal ausgehändigt. Ihr überlegt es euch schon mal. Gut, dann kannst du schon mal da hinbringen. Du, hol einmal ein Händel. Nicht? So wie der Bier. Ah, okay. Okay. Hol du mal bitte ein Händel vorsichtshalber. Du hast auch mal hin. Ja, und du kannst mal das Zapfen anfangen da hinten. Jetzt fangen sie an. Ja gut, Zapfenlag war meine ja kaputt, gell? Ja, kein Wunder, wenn es kaputt ist, kannst du nicht zapfen. So, da bringst du gleich mal das Bier hin. Ich schaff das denen lieber, weil dann geht's. Ah ja, Bierbau hast du genommen. Da hinten, du holst ein Bier. Aber es ist schon wieder gerade einer. Das ist natürlich schon ein wenig. Also da war ich, weil ich jetzt ehrlich gesagt so als Zeitinghaber war ich noch schon ein wenig enttäuscht, wenn ich Bierbauchers bestelle und nur einen Bierbaucher kriege. Nein, geht gar nicht. So. Und Rollner tut er rein, muss ich auch mal jetzt sagen. So, du darfst gleich wieder richten. Du darfst schon mal wieder Bier hintragen. Und ihr holt es eigentlich schon mal parat, weil ich glaube, es geht bald los. So, da lang. Ein Bier. Wie schaut es aus, was dort sitzt man? Wollen sie auch ein Bier, alles klar. Du holst einmal noch ein Bier, weil Händel, glaube ich, brauchen sie jetzt im Moment noch nicht. Also, Leute Hunger haben, sondern die kriegen meistens. Ach gut, die kriegen meistens noch erst Hunger. Ja, gut, aber jetzt ist eh schon wie viel. Wie viele Kinder die schon mal ein wenig bringen. Du schau, hast du es nicht gesehen? Oh. Ich darf mal schauen, weil meine Weibchen stoppen sie schon wieder. Also, die schon mal wieder da hinschauen, wo sie können. Aber die Stimmung, ich weiß nicht recht. Also so wirklich hoge wollte ich nicht. Ich glaube, die wollen Bierbauers nicht. Das glaube ich kommt erst, wenn ein wenig mehr drunter geworden ist. So. Vorbei. Ist klar. Bierbauers sind schon wieder fort. Jetzt haben wir zwei Bier hingestellt. Das ist aber auch ein bisschen deppert. Habe ich dann auch für beide gekriegt oder habe ich für beide gezahlt? Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das darf mir jetzt schon mal. Was treibst denn du? Ah, die fangen schon das Putzen ab, obwohl es nicht einmal angezeigt wird. Das ist unheimlich vorbildlich, muss ich sagen. Das ist unheimlich gut. Aber ich glaube, man merkt schon, dass die ein bisschen mehr Geld kosten, die Bedienungen, weil sie sind unheimlich schnell. Also sie fetzen schon ziemlich schnell wieder zurück. Das muss man ihnen lassen. Also hat sich, denke ich, schon mal gelohnt, dass wir da Teiliger nicht gekauft haben. Weil alles andere war vielleicht nicht so gut gewesen. Aber sie reagieren mir noch ein wenig langsamer. Bin ich im Moment noch schneller. Interessant wird es jetzt dann, wenn jetzt dann noch mal ein paar mehr Leute reinkommen. Wie es dann ausschaut. Kannst du vielleicht irgendwo anders dabei hin? Ich finde die ja dann gerade wieder nicht mehr, wenn ich die brauche. Ja, mal schauen. Nein, aber wenn jetzt dann ein paar mehr Leute kommen, so gegen Ende des Tages, da schaut es dann doch wieder so aus, dass recht mordsmäßig viele Leute da sind. Haben wir ja schon gehabt. Putzt du vielleicht jetzt schon einmal da? Das war ganz klasse. Ah, die fangen auch schon das Putzen an. Sehr schön. Nein, was wollte ich denn sagen? Weil ich schätze mal so, am Tag vorher war es auch so, dass auf einmal noch mal einen ganzen Haufen Leute dazugekommen sind und dann ist es ein bisschen hektisch geworden. Wobei 1800 Leute waren, ist jetzt aber auch nicht, den wir da bedient haben, oder? Schaut es eigentlich aus mit dem Bier? Also, haben wir vielleicht fast ein wenig zu viel gekauft. Ja gut, aber mei, hilft doch nicht. So ins Bedienungen einfach hinterher saufen. So, mir wurscht. So, putzt da gleich einmal, weil das schaut schon ziemlich dreckig aus. Speim tut noch keiner. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Händel werden schon wieder cool. Schau, dass du dich entscheidest. Du möchtest den Händel. Jetzt schau. Ei. Bursche, ein Händel. Nice. Hey, der hört auf mich. So, da hin. Ja, nein, ich muss schon sagen, sie reagieren noch mal ein wenig zu langsam.
könnten ein wenig schneller reagieren. Ich lasse die schon einmal wischen. Weil wenn sie jetzt schon wischen. Oh, der hat einfach nur schnell Händel gegessen und dann haut er wieder ab. Da soll schon was dringend rein, meine Herren. So, es ist super, dass du da stehst, aber am Tisch springst du mir nicht viel. Diese Bedienung, ich soll ja mal vielleicht sowas holen. So, Bier, das funktioniert da einwandfrei. Putzfrau, das schaut da schon wieder ein wenig dreckig aus. So, fällst du auch gleich wieder zurück, Bitchen? Ja, da soll auch mehr Bier hin, dann schicke ich wieder zum Himmel hin. Jetzt gehen wir die Leute. Oh, passt auf. Jetzt ist Viertel über acht, jetzt gehen wir einen Haufen Leute. Einwandfrei, jetzt wird es gleich aufgehen. Das heißt, ich muss die Weiber jetzt dann da allerweil schön dazwischen da miteinander rennen, dass die da schon mal das Putzen anfangen. Dann schau, dass ich die überall gleich eine Arbeit schaffe. Jetzt warte, lust sie gerade nicht runter. So, nächstes Händelbittchen. Oh, jetzt wollen sie alle Händel. Ei. Da kommt das nächste Händel gleich. Security! Schau mal, der steht direkt vor deiner Nase. Hast du denn das nicht gesehen? So, ja, bring doch das Händel da an den Tisch. Hallo! So, bittchen, dankeschön. So, du darfst da und du darfst da. Jetzt sind sie noch ein wenig zu lahmarschig gerade. Also momentan brauchen sie mal ein wenig zu viel Zeit. Muss ich schon sagen. So, Händel. Nein. Also jetzt sind sie gerade ziemlich langsam. Finde ich gar nicht gut. Finde ich absolut nicht gut. Da ist schon wieder alles kaputt. Händel-Nachschub wird momentan gerade ganz schön viel gefragt. Ich glaube, die warten schon ein wenig länger. Nächste Bedienung ist da. Wo habe ich noch eine Bedienung? Da habe ich noch... Ah ja! Oh, heute waren es gerade 900. Auf jetzt weg. Wir haben sauber zwei Bier. Sauber zwei Bier haben wir verlangt. Den Umsatz haben wir gar nicht so viel gemacht. Okay, lass uns einmal schauen. Oh, der Sepp steht... Oh, der Sepp steht auf dem letzten Platz. Auf jetzt weg. Oh, das schaut nicht gut aus. Oh, hilft nicht. Müssen wir damit leben, dass wir den heutigen Wiesentag nicht so gut überlebt haben wie den gestrigen. Aber da müssen wir halt dann einfach noch ein wenig was dazu speichern. Auf der Wiesn, die erste speichert man gleich nochmal drüber. Und dann werden wir einfach beim nächsten Mal schauen, was wir noch besser machen können, dass wir ein wenig mehr Geld verdienen. Wobei, wir haben uns aber auch zwei Bedienungen dazu gekauft. Muss ich auch sagen, die kosten auch ein Geld. Na, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wann die kommt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und Servus, bis zum nächsten Mal.